Geh weg. Ja, ich bin dann... Ich teste alle Döner in U-Bahnhöfen oder direkt daneben in ganz Berlin. Siemens Damm. Was geht ab, meine Schleckermäulchen? Wir sind heute hier am U-Bahnhof Siemens Damm und der nächstgelegene Dönerladen ist direkt da drüben. Der nächstgelegene Dönerladen ist direkt da drüben. MD Grillhaus. M&D Grillhaus. Den testen wir jetzt mal aus. Ich habe Hunger mitgebracht. Los geht's. So, meine Schleckermäulchen, das hier ist der Döner vom MD Grillhaus, M&D Grillhaus, U-Bahnhof Siemensdamm. Sieht auf jeden Fall geil aus, ey, ganz ehrlich. Wir haben Baja Grillspieß, haben wir draußen gesehen. Gucken wir uns mal das Brot an. Boah, das Brot sieht geil aus. Das erinnert mich ein bisschen an das Brot Reinickendorfer Straße, wo so viel Sesam mit drin war. Hätte ein bisschen mehr toasten können. Wir haben Knoblauch scharf. Hohoho, die scharfe Soße, die zwiebelt richtig. Wow. Die scharfe Soße hat Wumms hier, meine Freunde. Die Knoblauchsoße ist eher so rot, also rötlich. Man soll wahrscheinlich ein bisschen Tomatenmark. Aber ist auch sehr mayo-lastig, aber hat ein geiles Knoblaucharoma. Also die Knoblauch, also die Soßen sind beide sehr gut. Hier haben die auch drin, ich blende das mal gleich ein. Haben sie die Zutaten zu den Soßen abgebildet. Also im Aushang, neben dem Halal-Zertifikat war nochmal ein Schild mit den Soßen, wo die Zutatenliste drin stand. Hat man, glaube ich, nie bei einem Dönerladen, das war jetzt das erste Mal. Ich durfte es fotografieren, wir durften drin aber leider nicht filmen. Respektieren wir. Und was mir auch auffällt, guck mal, sonst normalerweise, man kriegt immer nur eine Serviette mit, so eine einzige. Und er gibt mir schon gleich den Batzen, so. Das ist schon mal... Finde ich schon mal sehr gut, weil es ist immer zu wenig Servietten. Der Ding ist auf jeden Fall ein Gerät. Salat komplett, Knoblauch scharf. Ganz schnell gehen wir mal durch. Salat sah frisch aus. Tomaten jahreszeitmäßig nicht so geil. Gurken so klein geschnitten. Weiße Zwiebeln und den Rotkohl testen wir nochmal speziell. Oh, der Rotkohl ist sehr knackig. Der Rotkohl ist überknackig. Ist eher so säuerlich eingelegt. So, jetzt versuche ich mal das Ding hier wegzuatmen, meine Freunde. Boah. Sonst ist es ja immer mein Frühstück. Heute ist nicht Frühstück. Heute ist Mittagessen. Fleisch hätte ein bisschen dünner schneiden können. Aber es war gerade grenzwertig. Das eine Stück war sehr dick, aber der Rest ist schon okay. Also, nochmal zum Thema Standarddöner. Dieses typische Berliner Ding. Da ist der schon auf jeden Fall, der ist auch schon im vorderen Mittelfeld diesmal. Er ist jetzt nicht super Granate, aber er ist schon gut. Also das ist, genauso erwarte ich das. Nicht mehr, nicht weniger. Wenn ihr so Bock habt auf so einen Standard-Berliner Döner mit Hackspieß, das ist auch wieder Baja. Also jetzt wieder alle Separatorenfleischschreiber. Das ist kein Separatorenfleisch, garantiert. Das ist nämlich auf jeden Fall alles Rind und Kalb. Da ist kein Chicken mit drin, zu 100%. Ist auch zertifiziert. Also, Berliner Standardding, da müsste genau so sein. Nicht mehr und nicht weniger. Also ich habe eigentlich nichts zu meckern. Der hier, Siemens Damm, ist auf jeden Fall wieder ein guter, solider Döner. So. Könnt ihr euch gönnen, könnt ihr euch richtig gönnen. Und die scharfe Soße ist wirklich scharf, die hat auf jeden Fall Power hier. Da trifft die Nase auch wieder. Von der Verteilung ist auch schon mehr Fleisch am Ende drin. Sehr fleischlastig am Ende, aber es geht noch. Die Knoblauchsoße geht ein bisschen unter, weil die scharfe Soße so dominant ist. Summa summarum, unterm Strich. Gebe ich diesem Döner eine. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob die ein bisschen Marketing gemacht haben und den doch ein bisschen dicker gemacht haben, als ihn jeder kriegt. Aber es ist jetzt auch nicht zu übertrieben gewesen, oder? Amadeus, was sagst du? War schon, so kriegt man den Döner in Berlin. Was ist los?
Wenn ihr freundlich seid zu den Dönerverkäufern, ihr kennt ja den typischen Döner-Hack, immer nett und freundlich sein und dann sieht der Döner aus wie ein Sonnenschein. Machen wir ihn, Freunde. Ein bisschen was in der Fresse. Es gibt sogar so eine Mini-Zahnpasta. Link in der Beschreibung. Nein, nein. Oha, ist voll versteinert, Digga. Ist halt immer blöd, wenn man dann bei der Abmoderation so Petersilie in der Fresse hat oder so ein Stück Fleisch zwischen den Zähnen hängt. Geh weg. So Fleisch. Also, das war der Döner von M&D Grillhaus. War auf jeden Fall, kann man sich gönnen, ohne Probleme auf jeden Fall. Ich hab da echt nichts auszusetzen gehabt an dem Ding. Vor allem, wenn wir jetzt hier gucken, der ganze Abschnitt von der U7, den wir bis jetzt hatten, fing an, Rathaus Spandau. Auch ein solider Standarddöner. Dann Altstadt Spandau, einen sehr guten Döner bei Hassier. Dann hatten wir Zitadelle Spandau, gab es weit und breit keinen Dönerladen. Haselhorst bei Rodi war ein bisschen Katastrophe. War okay, war jetzt aber, ja, ich bin dann, ja, ihr könnt ja das Video angucken, ist hier verlinkt, da irgendwo, da ist das Video verlinkt von Rodi. Dann ging es weiter, Rohrdamm und Paulsternstraße, auch weit und breit. Kein Dönerladen, also nach Spielregeln. Also keiner in unmittelbarer Nähe zu den U-Bahnhöfen, Ein- und Ausgängen. Und der nächste ist dann hier wieder Siemensdamm gewesen. Und der ist solide, echt. Da war jetzt nichts. Also ich glaube auch so eine Standarddöner, so wirklich so eine Standarddöner, die sollten nie über 8 eigentlich gehen. Wenn ich nicht merke, da ist noch irgendwas extra so selbst gemacht, das Brot noch extra selbst gemacht oder bei so Nuancen bei dem Rotkohl oder die Soßen sind hier ein bisschen spezieller so, die sind nicht ganz so Knoblauch, ganz so Mayonnaise-lastig. Die scharfe Soße war sehr hervorzuheben, die war wirklich geil. Ansonsten den Laden könnt ihr auch besuchen, wenn ihr keinen Bock auf Döner habt. Da gibt es, wie gesagt, türkische Pizza und Pide machen die selber, Teig selber. Die haben auch einen Holzkohlegrill, diese ganzen typischen türkischen Grillgerichte von Adana Köfte, hast du nicht gesehen, haben die auch alles da. Die haben Tagessuppen da. Hamburger Pommes, bla 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 und Döner. Also, und die haben auch Chickenspieß. Klare Empfehlung der Laden, gerade hier in dieser Katastrophengegend, was Döner angeht. Ja, gönnt euch, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ah, und wir müssen noch wieder ein Danke raushauen. Ein fettes, dickes, fettes Dankeschön geht an Alfred Kampf. Ich glaube, zum zweiten Mal mittlerweile. Brudi, vielen Dank. Ganze 15 Euro hat er gesponsert. Mein lieber Herr Gesangsverein, da kann ich mir ja bald... Was kann ich mir kaufen für 15 Euro? Weihnachtsfeier. Weihnachtsfeier, oh, auf jeden, ey. An der Weihnachtsfeier, wir machen hier so eine interne Weihnachtsfeier, Amadeus nicht. Da kloppen wir dann deine 15 Euro richtig auf den Kopf. Lassen wir uns richtig gut gehen. Nein, Spaß. Wie gesagt, Dankeschön. Wer Bock hat zu supporten, zu spenden, gerne Geld rüber flanken. Wenn nicht, müsst ihr auch nicht. Es reicht, wenn ihr fleißig kommentiert, wenn ihr abonniert, liked und teilt und einfach nur Spaß an den Videos habt. Aber wenn ihr Bock habt zu supporten, könnt ihr gerne über Super Thanks aktuell das machen. Wir freuen uns natürlich. Ja, einfach weiter gucken und wir ziehen weiter durch. Die U7 ist noch sehr lang, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Es gab schon ein Highlight, das habe ich gefreut hier auf der Linie. Ich hoffe, da kommen jetzt noch mehr, wenn wir so Richtung Kreuzberg rein. Mehringdamm habe ich schon wieder keinen Bock, Alter, schon wieder muss Neukölln und so, ja, ja, da kommen dann ein paar Perlen wahrscheinlich. Aber ja, wie gesagt, also ich hätte wahrscheinlich diesen Döner hier niemals in meinem Leben entdeckt, wenn ich mir die Mission nicht selbst auferlegt hätte. Jetzt weiß ich, wenn ich mal Siemensdamm bin bei Poco Domene und mir eine neue Innenausstattung kaufen sollte, was ich nicht machen werde, kann ich mir dann getrost drüben einen Döner holen. Also haut rein, mein Schlecker, bis zum nächsten Mal.